Hi, heute gibt es nach längerem mal wieder ein Aufgebraucht-Video, weil meine Tasche hier ganz schön voll geworden ist mit den leergemachten Sachen. Und eigentlich habe ich sogar noch eine kleine Tüte, die jetzt auch langsam immer voller wird und da schon das ganze Zeug nicht mehr reingepasst hat. Aber ich dachte mir, das wird dann sonst zu viel. Also wird in ein paar Wochen das nächste Aufgebraucht-Video schon folgen. Und dann fange ich gleich mal mit dem ersten Produkt an. Und das ist dieses Trockenshampoo, das Algemarina Trockenshampoo in der orangefarbenen Variante. Also es gibt einmal das lilane und einmal dieses orangene, was eigentlich gar keinen großen Unterschied macht. Also vom Auftrag her, also als Trockenshampoo sind beide perfekt. Und ich liebe die, das sind meine allerliebsten Trockenshampoos. Und das ist eigentlich total egal, ob es das lilane ist oder dieses orangene. Das eine hat irgendwas mit Q10 oder irgendwie sowas, also braucht man nicht. Ist total egal, vom Geruch sind die auch beide sehr gut und würde ich immer wieder nachkaufen. Und ich habe im Moment ein lilanes, das ich benutze, ja. Dann habe ich hier von The Body Shop, da ist noch ein ganz, ganz kleines bisschen drin. Also hier sieht man, es lag schräg und jetzt läuft es ein bisschen nach unten. Aber irgendwie ist der Geruch jetzt komisch geworden und die Konsistenz flüssiger als sonst. Das ist die Vanilla Body Lotion. Ich hatte mal so eine Phase, da habe ich ganz arg auf Vanille gestanden. Und da ist dieses Produkt noch her. Also das dürfte so fast 2 Jahre her sein. Und ich fand das ganz okay. Aber dieser Vanilleduft war dann schon ein bisschen arg künstlich. Und ja, die Pflegewirkung war auch ganz okay. The Body Shop hat viele solche Body Lotions, wo ich so mittelmäßig finde. Und ja, also ich würde es mir jetzt nicht mehr nachkaufen und bin eigentlich froh, dass ich das jetzt endlich wegschmeißen kann. Dann habe ich von Paul Mitchell das Avapui Wild Ginger Shine Spray. Das ist ein Spray, das man, nachdem man seine Haare gestylt hat und so, drauf machen kann und dann gibt es einen wunderbaren Glanz. Also ich hatte noch nie ein Produkt, was so einen extremen Glanz auf den Haaren gemacht hat. Und ich habe schon wieder eins und benutze das und das ist auch so halb leer. Von dem her ist das echt gut. Ich glaube, das hat sogar noch einen Hitzeschutz drauf. Also, weil bei mir ist ja auch so, dass ich am nächsten Tag dann nochmal meine Haare glätte und dann ist da wie so ein Hitzeschutz nochmal integriert, wenn ich vorher meine Haare damit eingesprüht habe. Genau, hier steht's. Ideal für die Anwendung mit thermischen Geräten. Also auch fürs Glätteisen und so super geeignet, nochmal als extra Hitzeschutz. Dann habe ich hier, das ist auch vom Rossmann gewesen, eine Rivaldi Hydro-Reinigungstücher mit Papaya-Drachenfrucht. Das hat mich so angesprochen vom Design besonders. Muss ich sagen, war aber nicht so toll. Also die waren jetzt auch limitiert. Ich glaube, die gibt es jetzt nicht mehr. Die waren so vor 2, 3 Monaten, gab es die, glaube ich, mal. Und ja, vom Duft, ich weiß gar nicht. Ah ja, nee, vom Duft hat mir das auch nicht so gefallen. Also ich habe gedacht, das wäre irgendwie besonders fruchtig, frisch, aber es war sehr, sehr künstlich. Und nö, auch von der Wirkung her, vom Reinigungseffekt, würde ich es mir nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich eine Bodylotion von Frutini mit Strawberry und Starfruit. Und ja, da habe ich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich das mal aufgebraucht hatte. Würde ich mir jetzt nicht mehr nachkaufen, weil eben in der Herbst-Winterzeit mag ich so extrem fruchtige Sachen jetzt nicht mehr unbedingt. Und auch generell der Pflegeeffekt war da eigentlich nicht so wunderbar, sondern mehr so der Duft. Und der war aber auch sehr süßlich, so süßliche Erdbeere, so ein bisschen künstlich eben. Und ja, war ganz nett mal zum Ausprobieren, aber nochmal kaufen würde ich mir das hier nicht mehr. Dann ein Produkt, das nicht leer ist. Wie ihr seht, das ist noch fast voll. Das ist ein Bodyspray von Alverde mit Quitte Wassermelone. Und ich muss es wegschmeißen. Ich hasse diesen Geruch. Ich habe damals, als ich mir es gekauft habe, nicht dran gerochen, weil ich gedacht habe, das ist genau das gleiche Produkt, wie meine Freundin sich vor gut einem Jahr gekauft hat. Und das roch voll lecker und so. Und es war auch rosa, war von Alverde und auch so ein Bodyspray. Und es war total frisch und fruchtig. Und das hier riecht total ekelhaft. Also ich kann es wirklich nirgendwo draufsprühen oder gebrauchen. Und deswegen muss ich es leider wegschmeißen. Also ich kann das auch keinem andrehen. Nee, also das riecht echt ekelhaft. Würde ich niemandem empfehlen. War jetzt aber auch nur so eine Sommer-Edition. Dann habe ich hier von Paul Mitchell das Sunshine Conditioning Spray. Das ist so ein After Sun, nee, wie eine Sonnencreme für die Haare, so rum.
Ja, also es schützt eben vor UV-Strahlung, dass die Farbe nicht so schnell verblasst von den Haaren. Und ja, dafür war es super und es hat auch die Haare super geschmeidig gemacht und vor allem hat es gut geduftet. So richtig so Sonnencreme-Urlaubmäßig. Und ich habe da immer noch eins, das ist so halb voll, glaube ich, noch. Und ja, jetzt im Moment benutze ich es nicht, weil ja die UV-Strahlung jetzt nicht so ist wie im Sommer. Aber ansonsten ein Top-Produkt. Allein schon als Haarparfüm finde ich das so, so lecker. Also das gibt es auch irgendwie nur im Sommer von Paul Mitchell. Das ist immer so eine Sonder-Sommer-Edition. Dann habe ich hier nochmal so Reinigungstücher von Balea. Diese pinken. Diese hier, die mag ich vom Duft sehr, sehr gerne. Deswegen werden die immer und immer wieder nachgekauft. Habe ich auch, glaube ich, noch in Gebrauch, ja. Dann habe ich hier von Balea Soft & Care Feuchtigkeitscremegel mit Vitamincocktail. Das ist dieses hier. Das ist aus meiner Phase von, ich creme meine Haut ein, also ich habe öligere, fettige Haut. Ich creme meine Haut ein mit allem, was auf keinen Fall mattierend ist, weil das ja vielleicht noch mehr produziert und sie lieber Feuchtigkeit braucht. Ja, und das war eigentlich mehr so ein Fail, denn das hat irgendwie gar nichts gebracht. Ich habe es dann schließlich als Bodylotion verwendet und dafür war es echt super, weil es auch wieder super gerochen hat. Ja, also okay, war es schon als Bodylotion, aber als Gesichtscreme würde ich jetzt für meinen Hauttyp sagen, ist es nicht okay gewesen. Also hat es nicht funktioniert im Sinne von, dass es dann aufhört zu glänzen und so. Aber das war ja auch nicht der Sinn der Sache von dem hier, aber ich habe gedacht, vielleicht funktioniert es ja. Dann habe ich nochmal so eine Creme hier von Balea, das Aqua Feuchtigkeitscreme Gel für feuchtigkeitsarme Haut. Genau aus demselben Grund wie die andere habe ich die gekauft und die roch, glaube ich, sogar noch besser. Ja, die habe ich sogar noch lieber gemocht, so richtig ja frische Kick und habe ich dann auch als Bodylotion verwendet. Dann habe ich hier von Trackle Moon das Her Mango Thoughts. Das ist ein kleines Duschgel gewesen, was so orange war. Und fand ich ganz süß. Also ich mag diese kleinen Duschgel-Pröbchen mehr oder weniger. Dann kann man da öfter wechseln und ich mag das lieber wie so eine Riesenflasche oder so. Und vom Duft her fand ich das auch ganz gut. Aber gibt es nicht mehr, glaube ich. Ja, hier stand, ich bin nur für kurze Zeit erhältlich. Also war so ein Sommerding. Ja, aber ansonsten würde ich das wieder kaufen. Also ich fand das richtig gut. Ich liebe Mango-Sachen. Dann noch ein Duschgel. Das ist von Balea die Juicy Melon. Die gab es auch nur im Sommer. Das war auch limitiert. Und ja, fand ich auch super. Oh ja, doch. Da riecht man so richtig raus. Also die mochte ich sehr, sehr gerne. Also ja, kann ich mich nicht beschweren. Das war halt so ein super Sommer-Frische-Kick mit Melonenduft. Aber Balea bringt ja jedes Jahr, jeder Jahreszeit immer wieder tolle Sachen raus. Deswegen ist das auch nicht schlimm, wenn die dann nur limitiert sind. Dann habe ich von Balea ein Hygiene-Handgel. Habe ich immer bei mir in der Tasche drin, wirklich immer. Ja, ich fahre sehr viel Bahn und bin in der Stadt oft unterwegs und deswegen brauche ich dieses antibakterielle Gel ein bisschen und ja, eins von vielen, das leer gegangen ist in letzter Zeit. Dann habe ich hier noch ein Shampoo von Paul Mitchell. Das ist das Wild Ginger Moisturizing Lather Shampoo. Und ja, bin ich sehr begeistert davon. Ich mag es super, super gerne und habe es immer noch in Benutzung. Also ich habe schon wieder eine stehen. Die ganze Reihe von denen habe ich irgendwo im Bad verteilt stehen. Dann habe ich hier vier Pröbchen von diesem Moisture. Shampoo von Paul Mitchell. Hatte noch Pröbchen und mein eines Shampoo, also das ist eine Originalgröße, ist auch so gut wie leer. Und ja, fand ich sehr, sehr gut. Habe ich ja noch und ich glaube, das würde ich mir auch nochmal nachkaufen. Spendet schön für die Haare Feuchtigkeit und ich mag den Duft auch wieder ein bisschen frischer und ich mag das sehr gerne. Also Top-Produkt. Dann habe ich hier noch, das ist so eine kleine Probe gewesen, da steht jetzt gar nichts dran, aber ich weiß, was da noch drin war. Das war von dem Lush YouTuber Event. Das war, Juicy, nein, wie ist das nochmal? I Love Juicy. Ja, I Love Juicy. Und da haben wir so eine Probe bekommen, damit konnte ich mir zweimal die Haare waschen oder sogar dreimal, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das war sehr, sehr gut. Also ich mochte den Duft, weil der auch ein bisschen in den Haaren geblieben ist.
und das Haar schön sauber gemacht hat. Da werde ich mir auf jeden Fall überlegen, ob ich mir das nicht doch nochmal in der Originalgröße hole, weil ich den Duft einfach so geliebt habe und das Shampoo echt gut war. Und ja, war ich sehr froh, dass Lush uns so ein Pröbchen gegeben hat, weil ich glaube, sonst hätte ich das nie ausprobiert irgendwie. Dann habe ich zu guter Letzt einen Augenbrauenstift leer gemacht. Das ist der von Catrice, dieser Date with Me Ashton, oder Date with Ashton heißt der. Das ist den, den ich immer benutze. Und da war jetzt noch so ein Stückchen dran, aber wenn ich den gespitzt habe, ist die Spitze abgefallen. Die habe ich jetzt nur nochmal reingedrückt, konnte ich jetzt nicht mehr gebrauchen und habe den auch schon von einer Weile nachgekauft. Und ja, benutze ich immer, immer, immer wieder. Ja, das war's jetzt mit meinem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!